Newsticker. Überlebende haben sich aufgeteilt, um nach dem Mörder zu suchen. Gliedmaßen wurden einzeln gefunden. Willkommen zum Cluecast Horrormonat, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden. Halloween Special in Extremis. Haftete eine namenlose Müdigkeit an, eine, die alles zu verschlingen drohte. Dort, wo sein Körper auf der Matratze auflag, schmerzte die Haut. Unsichtbare Nadeln bohrten sich ihren Weg zu seinen Beckenknochen. Das Stechen drängte ihn Stück für Stück ins Hier und Jetzt, zwang ihn, die Situation wahrzunehmen. Er wollte sich bewegen, wenigstens strecken, doch er war zu schlaff. Nuschelnd betete er, flehte darum, dem Tod noch etwas Leben abzuringen. Aus dieser gottverlassenen Realität war auf keine Antwort zu hoffen. Vor einigen Tagen hatte er sich im 31. Stock des Hotelgebäudes eingeschlossen, die Tür verriegelt und den Schlüssel durch den Spalt im Kippfenster in die Tiefe geworfen. Ein guter Ort, um sich wegzusperren und in Ruhe zu sterben. Ein Schlussstrich unter das Elend zu ziehen, bevor das Unvermeidbare geschah. Das war sein Plan gewesen. Nun lag er inmitten einer Welt, zu der er bald nicht mehr gehören wird. Befleckt von seinen eigenen Fäkalien und im Limbo zwischen Angst und Apathie. Seine gestotterte Bitte an einen Allmächtigen verwandelte sich in ein unregelmäßiges Keuchen. Die Götter hatten die Erde längst verlassen, ihre Schöpfung dem Teufel zum Fraß vorgeworfen. Staubig trocken lachte er auf. Ein klägliches Geräusch, das ihn selbst erschreckte. War es schon so schlecht um ihn bestellt? Ging es zu Ende? Etliche Schrammen, Macken und Beulen am Aluminiumrahmen des Fensters erzählten eine Geschichte über die verzweifelte Wut eines Mannes, der sich nach schneller Erlösung sehnte. Weder die Scharniere noch das Panzerglas hatten auf sein Hämmern, Fluchen und Weinen reagiert. Er blieb eingeschlossen mit sich selbst, dem, was aus ihm werden würde. Bei der Vorstellung daran wurde ihm speiübel. Niemand sollte so enden müssen. Keiner hatte dieses Schicksal verdient. Trotzdem ging heutzutage jeder auf diese grauenhafte Art. Stieg über die eigene Existenz hinweg in einen Morast aus Moder und hirnloser Gefräßigkeit. Kälte überkam ihn, kroch seinen Zehen und Fingern entlang, stets in Richtung des Herzens. Und er ahnte, dass sie ihn nie wieder gehen ließe. Gleichzeitig verklebte Schweiß seine Wimpern, rann eklig kühl über seine Oberlippe in die Mundwinkel. Sein Feuer erlosch nach und nach, daran konnte er nichts ändern. Diese Traurigkeit fühlte sich seltsam an, traf ihn unerwartet hart. Dabei gab es nichts, das er verpassen, gar missen könnte. Dort draußen fegte das Verderben über die Landschaft, wandelte in trügerischer Gestalt auf und ab, immer auf der Suche nach frischem Blut. So war es auch seiner Liebsten ergangen. Ein nahezu stummes Schluchzen brach aus ihm heraus. Das Andenken an sie war besudelt, durch ihren Kampf in den letzten Stunden zu einer bizarren Scheußlichkeit verkommen. Geschrien hatte sie, gespuckt und sich unter der unbeschreiblichen Last der Metamorphose gewunden. Er hatte ihr einen friedvollen Abschied gewünscht, ein schöner Traum, nichts weiter als eine Utopie. Schlussendlich war sie zu einem von ihnen geworden, einer dieser leeren Kreaturen, dieser Kannibalen, die wie Bluthunde jeder Menschenseele nachstellten, die ihren Weg kreuzte. Unter Tränen hatte er sie davon befreit. Ein Geschenk,
das er nicht empfangen würde. Ihm wurde schwindlig, sein Gesicht flau, eine feinblaue Marmorierung überzog ihn und der Fleck an der Decke, der ihn seit Tagen als einziger Fixpunkt gedient hatte, barberte gummiartig durch sein Blickfeld. Mit jedem matten Blinzeln verkleinerte sich seine Sicht, raste durch einen endlosen Tunnel in die von silbernen Schlieren unterbrochene Dunkelheit. Viel zu schnell, dachte er. Es geschah viel zu schnell. Panisch versuchte er, sich an den Bildern festzuklammern, die im Blitzlichtgewitter seines Gehirns verpufften. Wellen brandeten an sein Gehör und hüllten ihn in ein Rauschen, das sich im holprigen Takt seines Herzschlages durch seinen Verstand schlängelte, Erinnerung um Erinnerung auffraß, bis alles verschwand. Unaufhaltsam fiel er hinab. Die Fäden, die ihm im Leben hielten, rissen. Als er aufwachte, stemmte er die Handflächen auf das Bett und schoss hoch. Er hatte vor sich zu. Sein Rücken und die Hüfte waren bis auf die Knochen durchgescheuert. Er registrierte es nicht. Stattdessen rutschte er grunzend zur Kante, stellte die Füße auf den urinnassen Teppich und hiefte sich auf die Beine, bevor er nach vorne torkelte. Das gekippte Fenster lockte ihn geradezu an. Dahinter roch es nach. Ein Fragment seiner Vergangenheit flimmerte auf. Er wusste nicht, was es war, aber es lag ihm auf der Zunge. Sein Nacken krampfte, als schüttelte er den Kopf. Da stieg ihm erneut dieser Duft in die Nase und lenkte ihn ab von. Von was? Er ätzte tonlos, krallte die Fingernägel und kratzte sich damit von den Schläfen über die Wangen bis zur Brust. In ihm loderte Hunger. Eine regelrechte Fressgier breitete sich in seinen Gedärmen aus. Irgendwas war da. Ein Funken vielleicht? Ein Gedanke, der sich unmöglich einfangen ließ. Könnte es sein, womöglich, das Aroma war überwältigend. Ihm wollte einfach nicht einfallen, woher es ihm bekannt vorkam. Was war es doch gleich? Frustriert stolperte er einige Schritte zurück, dann wieder vor. Eine Frau erschien ihm. Ein Geist, oder? Er schlug gegen die Scheibe, prallte ab und knurrte missmutig, ehe er ein zweites Mal dagegen lief. Ja, er hatte es vergessen. Was? Wen hatte er vergessen? Der Geruch übertünchte jede Eingebung, jede noch so geringe Chance, sich seiner selbst zu entsinnen. Wiederholt donnerte die Schulter gegen das Panzerglas. Er musste da raus. Der Gestank von durchblutetem Fleisch rief ihn geradezu. Hunger. Da war nichts mehr, außer dem Hunger. Das war In Extremis, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Robin Hartmann. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo ihr eurer Literaturfreude Ausdruck verleihen könnt, indem ihr euch Cluewriting und den Cluecast mit grandiotastischem Merchandise nach Hause holt. Ob auf Taschen, Tassen oder T-Shirts, mit unseren Designs gelingt euer Auftritt und der Kaffee schmeckt doppelt so lecker. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit, als Gastautor bei uns aufzutreten, beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der Cluecast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle, also
Besucht diese Helden des Cluecast auf cluewriting.de/cluecaster und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Cluecaster-Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure Cluecaster. Das Horrorwort des Tages ist Hausstaub. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform Cluewriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!